Hallo, ich möchte hier mal zeigen, wie man mit Scalypso die Auswertung machen kann oder übergeben an Hackert kann. Das heißt, ich mache hier einfach mal eine neue Zeichnung und starte als erstes den Scalypso Modeller, einen Konverter. Das heißt, ich habe irgendeine Scan-Datei bekommen, in diesem Fall vom Faro. Das heißt, ich kann hier Dateien zum Projekt importieren, kann mir hier unter anderem meine Projekte auswählen, von welchem Scanner. Das heißt, ich kann hier Projektdateien vom Faro nehmen, wäre in diesem Fall dieses, sage ich öffnen. Dann wird mir hier das Ausgabeverzeichnis angegeben. Das heißt, ich werde hier unter Test einen Ordner anlegen. Ein Ordner. So, Ordner auswählen. Und sage hier einfach abschließen und Start. Jetzt wird mir diese Datei konvertiert. Importiert, konvertiert. Muss ich jetzt warten, bis das konvertiert worden oder worden ist. Hier können natürlich auch verschiedenste Scans drinnen sein. So, erfolgreich. Das heißt, den kann ich schließen. Jetzt starte ich den Scalypso Modeler. Und kann mir hier diese Datei importieren. Das heißt, unter Test habe ich hier unter Scalypso einen Ordner, brauche ich nur auswählen und sehe hier auf der linken Seite, dass ich das drinnen habe. Das heißt, hier wäre die planare Ansicht. Könnte hier auch auf die polare Ansicht gehen, aber und das rechnet er jetzt noch. Aber in dieser Ansicht gehen viele Sachen nicht. Aber das Messen, das geht nicht. Das heißt, das geht nur in dieser Ansicht. Das heißt, ich könnte zum Beispiel, gibt es verschiedene Möglichkeiten, Punkte angeben. Das heißt, ich könnte hier einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 diese Punkte angeben und könnte hier sagen, er soll mir diese Punkte exportieren. Das heißt, wenn ich jetzt ins Hackert gehe, zum Beispiel in die Draufsicht, habe ich jetzt den Umriss bereits. Zum Beispiel, jetzt sieht das noch etwas komisch aus, aber es gibt natürlich noch mehr. Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel auch sagen, eine Kugelerkennung. Mit der Steuerung-Taste kann ich hier Punkte suchen. Das heißt, ich kann hier die Punkte Kugel angeben, muss aber vorher einen Punkt angeben oder eine Fläche. Das heißt, Doppelklick beenden. Kann hier sagen, diese Fläche Kugelerkennung, exportieren nach CAD, gehe ins HiCAD und sehe diese Kugel zum Beispiel. Oder ich könnte hier auch als Beispiel diesen Quader oder diese anderen Kugeln oder die Brüstung übergeben. Das heißt, ich könnte hier sagen, zum Beispiel Würfel, die muss ich auf achten, also erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt, vierter Punkt. Das heißt, ich sage hier, erster Punkt, so nochmal, erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt, vierter Punkt. Okay, das jetzt habe ich die Punkte genommen, muss ich natürlich die Punkte exportieren. Zum Beispiel, das heißt, immer wenn das da unten leer ist, habe ich diese Punkte auch mit übergeben. Geht dann noch weiter, dass ich sage, zum Beispiel, ich möchte hier gemacht.
Könnte ich hier sagen, zum Beispiel Fläche, Flächenerkennung, Export, Flächenerkennung, Export, Flächenerkennung, Export, Flächenerkennung und Export. So, hier auch nochmal Export, Export zum Beispiel. Wenn ich hier im Highcut bin, habe ich zum Beispiel diese Linie, das heißt, wenn ich die auch richtig gezeichnet hätte, hätte ich die auch drinnen. Jetzt gehe ich in eine neue Zeichnung. Ich habe ja hier diese Flächen exportiert. Könnt ihr hier auch mit BIM das machen und sagen, zum Beispiel, ich möchte Flächenwand erzeugen, diese Wand. Flächenerkennung schließen. Nächste Wand, Flächenerkennung schließen. Nächste Wand, Flächenerkennung schließen. Nächste Wand, Flächenerkennung schließen. Das heißt, ich habe hier die vier Wände, könnte hier dann noch Decke, Flächenerkennung schließen und den Boden, Flächenerkennung schließen. So, jetzt ist auch der Export freigeschalten. Kann hier eingeben, wie sollen die übergeben werden, exportieren und welche sehe ich, habe ich auch zum Beispiel diese Flächen exportiert. Könnte hier dann weiter angeben, das heißt, ich habe hier meine Flächen wieder. Könnte hier sagen, okay, ich möchte hier wieder die Kugel, Kugelerkennung exportieren. Und hier noch eine Fläche. Nächste Kugel. Hier noch die Fläche. So, das heißt, habe auch hier diese Kugeln zum Beispiel, darf sich jetzt hier nicht irritieren lassen, aber das sind die Flächen, die sind so, das ist im Stiegenhaus und